Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dark Souls 2, Scroll of the 14. Weiter geht's. Erstmal Soundcheck. Wo kann ich das am besten machen? Hier? Gut. Soundcheck gemacht. Und weiter geht's. Nicht runterfallen. Ha, diesmal war ich schneller. Anzünden. Die Teile nerven. Und die Typen erst recht. Haha. So, ihr. Fackel entzünden. Hahaha. Willst du durchs Feuer? Saftsack. Blödes Teil. Das ist schon wieder 1000 Seelen, die ich eingesackt habe. Dass ich mir ein paar Giftpfeile geholt habe. Denn das da ist eine Mimik. So. Fackel an! Ja, so einfach lasse ich mich nicht abboxen. Da waren schon wieder diese Sprenger. Ich muss da irgendwie wieder rein. Ah, da ist schon wieder eine Fackel zum Entzünden. Ring des Seelenheils. Finsterrüstung und Flügel.
Eine Invasion mal wieder. Mal wieder. Da war sie. Nimm das. Nimm das. Nimm das. Und... Hä? Die macht ja kaum was. Habe ich sie überrumpelt? Wobei sie mich vorher überrumpelt hat. Die haben mich gerade so richtig überrascht. Ich flieg so rund, auf einmal sehe ich ein großes Teil. Wow. Ich hab genau gewusst, was das ist. Au. Das wollte ich eigentlich. Und hier wollte ich mich eigentlich mit ihr duellieren. Aber sie hat mich ja vorher schon angegriffen. Dass sie nicht mit einem Schlag tot sind. Und jetzt darüber. Fackeln an, Fackeln an. Alles muss hier brennen. Und warum sind hier eigentlich so viele Fackeln? Hallo, du da. Ich hab dich gesehen. Finster wieder. Ich war mal faul. Wo kommst du her? Hallo Hund! Wie hast du mir Schaden zugefügt? Du hast mich doch gar nicht getroffen. Benutzen.
Warum haben wir auch die Fackel ausgemacht? Irgendwie das Gefühl, dass hier irgendeiner rumwatschelt. Noch eine Fackel. Was zur Hölle? Wer randaliert hier? Ja, komm runter. Der muss auch unbedingt runterkommen. Hier liegt viel. Glitzert die denn nicht? Oh. Ein Duftzweig, danke. Wie viel habe ich jetzt? Zwei. Genau, jetzt bin ich vergiftet. Okay, das gibt es aber ganz schnell weg. Mistvieh! Mistteil, oder besser gesagt. Nö, 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 du mit deinem Schattenschwert wirst mich nicht treffen. So, Überraschung! Du triffst mich nicht. Schaff ich den Sturz? Denn hier unten ist was. Definitiv schaffe ich den Sturz, denn ich habe ja überlebt. Danke, den Brocken. Heilung kann ja nie schaden. Nein! Es ist durch den Boden gefallen. Ach, Rampe. Das hätte auch eben schief gehen können. Backstab. Wie, warum hier ein Heideritter ist, habe ich keine Ahnung. Helmsaurus. Habe ich nicht unten was? Ach nee, ich hatte die Fackel ja an.
Dachte, ich hätte sie ausgemacht, aber habe ich sie nicht. Ah! Seelen des stolzen Ritters, das sind 2000 Seelen. Ist das Verkaufsscherbe? Das ist gut. Banditengroßaxt. Ist da oben was drin? Ja, eine Truhe. Ich öffne sie mal. Schwarze Feuerbomben, okay. Buh, was machst du da? Da war schon wieder so einer mit einem... Hat das Teil mich erwischt? Ich muss mal Konfetti werfen. Warum denn... So, das hier? Warum denn ich das Konfetti? Weil es wie Konfetti aussieht. Moment mal. Ich glaube, ich habe oben was vergessen. Ja, ich hab's, glaube ich, oben was vergessen. So was ganz Bestimmtes. Ich hab übrigens was wieder. Hab's wieder 20.000 Seelen. Denn hier ist eine. Rutschbahn! Uah. So. Nein. Erstmal entzünden, dann weiter. So nicht mit mir. Was habt ihr für Viecher?
vergiss das mich nicht! Und wieder eine Kiste. Große des bösen Auges. Und wie ein paar schwarze Feuerbomben. Oh Mann. Das kann ja heiter werden. Darüber springen. Oh, hi. Mistviech. So, alles wieder aufgefüllt. Gefüllt meine Esso-Flakons. Mistteil! Warum machst du so viel Schaden? Das macht zwar meinen. Hab keine Ahnung, was das für einen Effekt hat. Kann sein, dass das Gift heilt? Hallo, ihr Statuen! Also hier ist nichts. Hier am Eingang sind ein paar Fackeln zum. Was guckst du mich so an? Willst du Ärger?
Dup-di-dup-di-dup. Jetzt hast du die Qual dabei. Wo gehe ich runter? Jetzt muss ich gucken, welchen Untergang nehme ich denn? Wo kommen die eigentlich alle her? Vor allen Dingen, wie kommen die alle hier hoch? Ich sehe dich doch. So, hier lang. Ist da was drin? Nein. Ich kletter mal wieder hoch. Und gehe hier wieder runter. Da unten ist eine. Du lebst noch? Na, komm doch hoch. Ach nö. So sollte das nicht laufen. Ich wollte da eigentlich hinspringen, aber nein, er will natürlich abrutschen. Thank you.
Wo kommt der alle her? So. Diesmal gehe ich mal richtig runter. Na blöde, das ist doch eine Säule. Finsterer Nebel, okay. Die mache ich als letztes an. Die hier unten. Ich hole mir erstmal die diese Truhe. Da ist die riesige Keule drin. Au! So, wieder runter. Ich nehme mal eine Menschlichkeit. Ich habe wieder 60 Lebenssteine. Habe eh ja 20 gefunden. Na? Bewohner des Lochs. Und wo kommt... Oh, hi. Macht er viel Schaden? Das hat aber diesmal nur wenig Schaden gemacht. So, ein nerviger Typ. Schwarze Hexenschleier? Was kann der nochmal?
Wo ist er denn? Hallo Duftzweig. Oh. Ist er noch giftiger oder was? Jetzt sind sie ja schon selber grün. Die Steine. Oh ja. Das hier kann doch lustig werden. Ich mache jetzt mal ein, zwei Level. Erstmal gucke ich, ob ich irgendwas verbessern kann. Ich hab drei? Es macht jetzt schon praktisch mehr Schaden als mein Drängeschwert. Das hat sich jetzt mal gelohnt. I'll be around if you... Hast du eigentlich was Neues? Nö. Ah, ich habe hier eine Scherbe gefunden. Ich würde sagen, in Wille. Noch zwei Level. Wie viel Seelen habe ich noch in der Tasche? 6.000, 8.000, 10.000. Nicht genug. Verbrennen. Edler Knochenstaub. Habe ich plus 4 Flakon. Ja. Und ich würde sagen, ich mache jetzt hier einen Cut und bis zum nächsten Part.